To jest już fakt, co tutaj mamy. Das ist schon Fakt, was wir hier haben. I interesujące jest właśnie, cośmy teraz mogli w takim zarysie tu usłyszeć. Es ist interessant, was wir jetzt in dem Kontext haben hören können. Jak te siły zła starannie przygotowują ten fundament, by go opanować, zapanować. Wie die Netze des Bösen schon ein Fundament bereiten, um irgendwann zu herrschen. Jeśli tu było wspomniane, wspomniana ta żona króla Ahaba, wenn schon die Frau des König Ahabs erwähnt wurde, to my, czytając Stary Testament, widzimy, jakie tam nieprawidłowości zapanowały. Dann sehen wir im Alten Testament, wenn wir es lesen, welche Ungerechtigkeiten dort schon vorherrschten. Że ta niewiasta potrafiła w imieniu swojego męża pieczętować pisma do dass diese Frau im ludu Namen, izraelskiego. Dass diese Frau im Namen ihres Mannes Briefe versiegeln konnte an andere. Und autorytet ściągnęła głowy na siebie. Und sie hat die Autorität des Hauptes auf sich gezogen. I teraz mi się przypomina, jak był u nas brat Brim. Und jetzt denke ich daran, wie bei uns Bruder Brim gewesen ist. To on wspomniał o takim przyjacielu Jana, który w 107 roku napisał 7 listów, Ignacjusz się nazywał, 7 listów do tych zborów innych napisał. Dann hat er daran erinnert, dass es einen Schüler Johannes gab, Ignatius, der 107 nach Christus 7 Briefe an die Versammlungen dort auch an andere Versammlungen geschrieben hat. Czyli widzimy Stary Testament, a w Nowym Testamencie 7 lat po śmierci Jana już są takie niesamowite myśli Ignatiusza. Also wir sehen, dass im Alten Testament, das ist das dann im was vorgebildet ist dort, dass es im Neuen Testament oder in der Zeit der Christenheit sich widerspiegelt, dass 7 Jahre danach schon so verschiedene Briefe mit anderem Inhalt gelehrt werden. Macie słuchać biskupa. Dass dort steht, ihr sollt die Bischöfe hören. Jeśli mówi biskup, to tak jakby Chrystus do was mówił. Wenn der Bischof es sagt, dann ist es so, als ob Christus es euch sagen würde. I tu widzimy, jak to wszystko, te moce zła starannie przygotowują, bo my to już możemy sobie widzieć, nawet przed sobą te słowa z listu do Tesaloniczan. Und wir sehen, wie sich das Böse dort zubereitet und etwas vorbereitet, was auch im Brief an die Thessalonicher schon beschrieben wird. O tym, który kiedyś przyjdzie, który się wyniesie nad wszelką boską cześć i tam zasiądzie. Wenn es heißt, von dem, der da kommen wird und sich über alles erheben wird, was göttlich ist. To jest przygotowanie do tego najwyższego punktu, kiedy zasiądzie w tej świątyni Antychryst. Das ist alles eine Zubereitung dessen, wann bis dann der Antichrist kommt und sich im Tempel setzen wird, um angebetet zu werden. To już nie jest, jak już było wspomniane, nauka. Tu już widzimy, owoce tej nauki się zrodziły. Das ist nicht mehr nur die Lehre, von der wir sprachen, sondern das sind schon die Früchte der Lehre. I widać z tego, że w tej społeczności, czyli w tym kościele, wir sehen daraus, dass also in dieser Gemeinschaft, in dieser Kirche, jest to przyjęte i akceptowane już. Dass es angenommen und akzeptiert wird. Ona ma tam swoje miejsce. Sie hat dort ihren Platz. Natomiast ta grupa wiernych, im Gegensatz dazu die Gruppe der Treuen, już wyraźnie widać, że te pierwsze odstępstwo od tej pierwszej miłości, czyli od mocy, od siły, wir sehen also, dass diese erste Abweichung von der ersten co Liebe, also, Efezie, also von der Kraft und Macht, die in Ephesus war, to rozwija się, że się dopuszcza fałszywych nauczycieli. Es führt dann dazu, dass man falsche Lehrer duldet. Czyli jest ta niemo... Oder sie... Dopuszcza się do nauki fałszywych nauczycieli. Ja, ja dass man die Lehre falscher Lehrer zulässt. Że już nie ma tej mocy skutecznego oddziaływania przeciwko temu, co siły zła wprowadziły do zgromadzenia. Dass es keine wirksame Abwehr dessen gibt, die falsche Lehren in die Versammlung bringen. Bo tutaj mamy w tym jednym słowie
Hier haben wir in diesem einen Wort. Mam przeciwko tobie. Ich habe coś, aber ich habe gegen dich etwas. Czyli jest, można powiedzieć, taki żal. Man kann es eine Art który, ja, Trauer nennen. Który można określić w niemocy tych, którzy tam są. Die man darin ausdrücken kann, dass dort eine Unfähigkeit oder Schwachheit besteht. Do przeciwstawienia się temu, co się tam zrodziło i jest już faktem. Um sich dem Bösen dort zu widersetzen, was dort geboren wurde und schon Tatsache war.